Hallo Kackbratzen. Since you have traveled so very far, be my guest and let me entertain you. Adventure-Spiele gab es jetzt auf der PS1 nicht unbedingt in Hülle und Fülle, was vermutlich auch daran lag, dass sich diese Spiele mangels einer Maus auch so schön spielen ließen wie das Ausfüllen einer Steuererklärung. Natürlich war man mit einem PC damals besser bedient, aber ich bin Ende der 90er auf einen Mac gewechselt und mit ein paar Ausnahmen spielte ich eben überwiegend auf der Konsole. Eines dieser Adventure-Spiele war das von Vanadu entwickelte und im Jahr 2000 zunächst für den PC und dann ein Jahr später auch für die PS1 veröffentlichte Necronomicon The Dawning of Darkness. Vanadu war übrigens eine Zeit lang ein Schwesterunternehmen von Microids, also dem Studio, dem wir tonnenweise Klassiker wie etwa auch Siberia zu verdanken haben. Im Jahr 2003 verschwand allerdings Vanadu stillschweigend von der Bildfläche. Laut den Entwicklern basiert nun die Story von Necronomicon The Dawning of Darkness lose auf den Werken von H.P. Lovecraft. Das Buch Necronomicon, das sich mit Buch der toten Namen übersetzen lässt, wurde übrigens das erste Mal in der 1922 verfassten Kurzgeschichte The Hound genannt, wobei dessen fiktiver Autor Abdul al-Hasrat, besser bekannt als der verrückte Araber, du bist ein Bot, ein ahnungsloser Idiot, bereits in der 1921 verfassten Geschichte die namenlose Stadt zum ersten Mal genannt wurde. Vanadu hat jedenfalls versucht, mit der Essenz der meisten Geschichten Lovecrafts ein komplett eigenes Süppchen zu kochen. Prinzipiell ist das auch recht gut gelungen, aber stellenweise fehlt dann doch irgendwie die Würze, wobei man auch sagen muss, dass es nicht unbedingt einfach ist, die meist wirren Geschichten Lovecraft auch perfekt umzusetzen. Das gilt auch für Filme, wobei jetzt die Farbe aus dem All bzw. die 1987er Fassung Die Farm des Grauens nicht unbedingt schlecht war. Der Rest war mehr so meh, da der Lovecraft-Horror in den Filmen aber auch in Spielen nicht wirklich gut rüberkommt. Aber zurück zum Spiel. Edgar! William, was ist los? William, hör zu. Man könnte sich fragen, ob ich noch ganz bei Sinnen bin. In Necronomicon schlüpft man nun in die Rolle des William Stanton, der zufälligerweise wie auch Lovecraft im beschaulichen Providence, Rhode Island lebt. Eines Tages erhält er einen Besuch von seinem Freund Edgar, der anscheinend nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Er drückt William eine Art Pyramide in die Hand und bittet ihn, diesen Gegenstand an niemanden weiterzugeben, nicht mal an Edgar selbst. Kaum hat sich euer Freund verabschiedet, klopft es schon wieder an der Tür. Diesmal begrüßt euch ein gewisser Dr. Robert Eagleton und möchte mit euch über Edgar und die Sorgen seines Vaters sprechen. Anscheinend hat der junge Bursche nicht nur allzu oft seinen Kaffee mit stillem Wasser aus dem Hause Gorbatschow gekocht, sondern hat irgendwie seine letzten grauen Zellen an irgendwelche dunklen alten Geheimnisse verloren, die ihm ein mittelprächtiges Delirium eingebracht haben. Hören Sie, ich möchte auf Sie als Zeugen zählen dürfen. Könnten Sie freundlicherweise ihn besuchen? Aber ja, natürlich, selbstverständlich. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als Edgar in eine Anstalt zu packen, damit man ihm dort mit ein paar abgestandenen Salzlösungen wieder auf Vordermann bringt. Man packt seine 7 Sachen, um nun nach Pottaxet zu reisen, um nach dem Rechten zu schauen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen beschaulichen kleinen Küstenort, sondern um eine recht runtergekommene und düstere Stadt mit absolut ungastfreundlichen und äußerst merkwürdigen Arschkrampen. Hallo, ist da jemand? Hau ab, Fremder! Hier beginnt eine extrem spannende Schnitzeljagd. Man erfährt mehr über die großen Alten, eine Art außerirdischen Rasse, die weit vor den Menschen auf der Erde lebte. Irgendwie ist Edgar auf ein Artefakt gestoßen, das diese Wesen vor langer Zeit hinterlassen haben. Allerdings hat die Verfolgung der alten Rasse ihren Tribut von Edgar gefordert, bis hin zu seinem eigenen Wahnsinn. Ich suche die Adresse von Edgar Wycherley. Kennen Sie ihn? Um Gottes Willen, mein gutes Herz. Ihr müsst euch nun selbst der Gefahr stellen und das zerstören, das diese alte Rasse zurück auf diese Welt bringen könnte. Solltet ihr scheitern, droht nicht nur eine Katastrophe, sondern auch das Ende der Menschheit. Der übliche Lovecraft-Garn also. Aber passen Sie auf, die Geschichte ist verrückt. Das Spiel ist im Kern ein Point-and-Click-Adventure, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Nur in den Zwischensequenzen wechselt die Perspektive und man betrachtet das Geschehen aus der Third-Person-Ansicht. Da es sich um ein narratives Abenteuer handelt, wird man im Verlauf des Spiels auch mit bis zu 16 Charakteren interagieren müssen. Einige von ihnen sind relativ bizarr und werden euch definitiv im Gedächtnis bleiben. Darunter gibt es so bezaubernde Persönlichkeiten wie eine Leiche, eine Person, die ihr selbst wieder zurück ins Leben bringen müsst und sogar ein sprechendes Gehirn. Die unterirdischen Orte grüßen ihren Diener. Das Gameplay des Spiels ist leider komplett linear. Man kommt also nur voran, wenn man strikt die bevorstehenden Aufgaben in der vorgegebenen Reihenfolge erledigt, was jetzt rein theoretisch das Lösen der Aufgaben vereinfacht, da man sich nicht in der Pampas verlaufen wird. Aber gerade in einem Adventure mit einer so düsteren Atmosphäre hätte man dann doch viel mehr von dieser düsteren Welt gesehen. Man wird also bestimmte Szenen nur dann verlassen können, wenn man alle enthaltenen Gegenstände aufgesammelt bzw. alle Aufgaben erledigt habt. Das bedeutet allerdings auch, dass man wichtige Dialoge nur dann führen kann, wenn man vorher zum Bleistift schon einen storyrelevanten
Gegenstand gefunden hat. Hinweise gibt es in den Dialogen nicht, was mitunter ziemlich viel Frust aufbaut, da der Spielfluss somit ganz schnell zum Erliegen kommt. Tja, also junger Mann, das wird wohl Ihre Neugierde stillen. Es bleibt einem nicht anderes übrig, um hektisch alle Bildschirme nach Gegenständen abzuklappern, die nur irgendwie nützlich erscheinen könnten. Das wäre ja noch in Ordnung, wenn man es stellenweise nicht mit einem regelrechten Pixelbrei zu tun hätte. Erschwerend hinzu kommt, dass die Navigation durch die Bildschirme einen Sack voll Schmerzen bereiten wird. Das Spiel nutzt ein Knotensystem zur Navigation, wie etwa auch das grandios frustreiche Pixelsuchspiel Myst. An jedem Knoten kann man die Kamera um 360 Grad nach links, rechts sowie nach oben und unten schwenken. Der Richtungscursor fungiert gleichzeitig auch als Hotspot-Finder. Da aber der Großteil des Spiels in dunklen Räumen oder pechschwarzen Labyrinthen stattfindet, besteht die einzige Möglichkeit zur Orientierung darin, diese Hotspots blind aufzuspüren. Glücklicherweise gibt es eine Karte, die man zu Beginn des Spiels erhält, was wenigstens Reisen unheimlich vereinfacht. Auch das Inventar wurde relativ simpel gestaltet. Wie in einem Adventure üblich, gilt es reihenweise Objekte zu sammeln. Den Überblick wird man aber nie verlieren, da jedes Mal, wenn ein Gegenstand verwendet wird, er sofort wieder aus dem Inventar verschwindet. Was aber ein wenig problematisch ist, sind die Rätsel des Spiels. Generell gibt es die üblichen Logikrätsel, die man mit sorgfältiger Beobachtung relativ einfach lösen kann, wie etwa das Öffnen von diversen Schließmechanismen. Das Schlimme ist aber, dass die Vielzahl der im Spiel enthaltenen Rätsel teilweise komplett unlogisch erscheinen. Manche von ihnen müssen sogar unter einem extremen Zeitdruck gelöst werden und vor allem das letzte Puzzle wird einem das Genick brechen, wenn man nicht eine Komplettlösung parat hat. Es gibt nichts, das ich mehr hasse als diese unnötigen Versuch- und Irrtumrätsel, bei denen man nur durch stupides Ausprobieren weiterkommt und nicht etwa durch Strategie oder Logik. Das Problem in Necronomicon ist, dass ein Irrtum zum Tod des Charakters führt, wodurch man gezwungen wird, in regelmäßigen Abständen seinen Spielstand zu speichern. Und komplett finster wird es dann, wenn man ins Labyrinth muss. Dort ist es nicht nur arschfinster, sondern es gibt auch reihenweise Fallen, bei denen man sofort ein Leben verliert. Es ist ja richtig, dass es sich mehr oder weniger um ein Horror-Adventure handelt, aber unerwartet ins Gras zu beißen, ist trotzdem irgendwie scheiße. Und besonders, weil man eben nicht mal wirklich erkennt, was auf dem Bildschirm passiert. Was uns jetzt auch zur optischen Präsentation bringt. Ich will ja gar nicht meckern, dass die Technik damals nicht mehr als 640 auf 480 Pixel auf den Bildschirm kotzen konnte und die Grafik aus heutiger Sicht auf einem 4K-Monitor eben mehr als unterirdisch rüberkommt. Und es ist ja nicht so, als hätte man nicht versucht, eine extrem gruselige Atmosphäre zu erzeugen. Das Spiel lebt von seinen vorgerenderten Hintergründen. Wie eben auch schon das große Vorbild. Die meisten Szenen haben eine gedämpfte Farbpalette, passend zum Lovecraft-Thema. Und trotz der geringen Auflösung sind sie wirkungsvoll und verhältnismäßig klar und sorgen für jede Menge Spannung, besonders wenn man sich langsam durch die vielen dunklen und feuchten Tunnel tief unter der Erde bewegt. Während aber die Hintergründe recht ansprechend sind, sind die Charaktermodelle selbst für die frühen 2000er Jahre hässlich wie die Hölle. Sie haben kalte und tote Augen und der Gesichtsausdruck ist unglaublich leer, ganz zu schweigen von der schrecklichen Haarstruktur. Dabei hat man von Microids auch damals schon definitiv etwas Besseres gesehen. Insgesamt ist das Erscheinungsbild dieser Charaktere sehr starr und sie wurden auch mit sehr übertriebenen Bewegungen animiert. Sehr seltsam wirkt auch der krasse Unterschied zwischen der Spielgrafik und den Zwischensequenzen. Irgendwie wollen die beiden Stile nicht so wirklich harmonieren und teilweise wirkt die Grafik in den Zwischensequenzen auch extrem verpixelt und trüb. Aber wenn wir mal die Technik außer Acht lassen, dann ist die Welt trotzdem sehr stimmungsvoll und nutzt viel Schatten und Dunkelheit, aber vieles davon ist völlig sinnlos und uninteressant. Der letzte Bereich weist einige kreative geometrische Besonderheiten und coole Farbmuster auf, aber leider erscheint der optisch interessanteste Part eben viel zu spät. Was haben Sie gefunden? Die Sprachausgabe weist stellenweise das übliche Maß an Lächerlichkeit auf, insbesondere bei Nebencharakteren. Das Spiel ist die meiste Zeit eher eine unbeabsichtigte Komödie als Horror, selbst in einer der dramatischsten Szenen im gesamten Spiel. Mit aller meiner Macht verfluche ich euch. Ach, Zanuti überwältige euch und seinem Gesetz sollt ihr euch beugen. Oh man! Oh God! Oh man! Oh God! Oh man! Die Stimmen der Synchronsprecher sprudeln jetzt nicht direkt vor Emotionen über und der ohnehin schon seltsame Schreibstil macht es am Ende auch nicht besser. Aber das ist irgendwie ein Problem, das im Prinzip alle Spiele der 90er Jahre mit der Synchro irgendwelcher drittklassigen Pornofilme teilen. Allerdings funktioniert in der Regel ein Porno auch ganz gut ohne Ton, während ein Adventure eigentlich von seiner Story lebt. Der Sound im Spiel ist ebenfalls eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
Die Umgebungsgeräusche sind in einigen Szenen effektiv, in anderen jedoch irritierend. In fast jeder Szene im Freien hört man das monotone Dröhnen eines heulenden Windes, nebst krachenden Wellen und Möwenschreien. Während man durch die unterirdischen Tunnel wandert, verwandeln sich die Geräusche hingegen in eine wirkungsvolle, gruselige, unheimliche und mysteriöse Partitur, die euch definitiv den Verstand rauben wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel komplette Grütze ist. Es gibt so viele Momente, in denen man wirklich den Lovecraftschen Schrecken spürt. Und auch die Geschichte wird insgesamt besser erzählt als in manch anderen Spielen aus dem Hause Microids. Nur das Gameplay ist halt weniger gut gelungen und versaut ein wenig den Gesamteindruck. Die Pixelsuche bereitet ein wenig Frust und wenn man nicht der strikten Vorgabe des Spiels folgt, wird man allzu oft auf Stein beißen. Die Rätsel sind in der Regel ganz in Ordnung, aber haben sehr oft einen unangenehmen Nachgeschmack. Aber die Atmosphäre stimmt und für ein Spiel fängt es die typische Lovecraft-Stimmung sehr gut ein und ist somit ein gesundes Futter für alle Horror-Adventure-Liebhaber. Necronomicon unterstützt übrigens auch die PS1-Maus, was das Spielen auf der Konsole somit viel weniger Schmerzen bereitet. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Perle, aber trotzdem ist es ein Spiel, das man wegen seiner Atmosphäre unbedingt mal ausprobieren sollte. Passt aber darauf auf, dass euch die großen Alten nicht euer Gehirn fressen. Was erstaunlich ist, dass ich dazu fähig war, den richtigen Tunnel bis zum Ausgang am Hügel zu finden. Der Instinkt muss mich geleitet haben. Besser, als es die Vernunft vermocht hätte. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.